Das Sommersemester 2022 läuft nun schon seit zwei Wochen. Was ist hier von den digitalen Semestern geblieben? In dieser FAU News-Ausgabe möchte ich zusammen mit Vizepräsidentin Education, Frau Prof. Dr. Berbe Kopp, zurückblicken. Frau Kopp, herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Wie denken Sie heute rückblickend über die Semester mit reiner Online-Lehre? Die sind gut gelaufen. Wieder erwarten ist es sofort hervorragend gelungen, gute Lehre anzubieten. Die Lehrenden haben sich unheimlich ins Zeug gelegt und ganz tolle, innovative Formate sich ausgedacht. Und dafür ganz, ganz herzlichen Dank. Im vergangenen Wintersemester konnte schon in Teilen Präsenzlehre abgehalten werden. Hier gilt der Dank sicherlich auch den Studis. Ja, natürlich, ganz herzlichen Dank an die Studis. Wir treffen uns ja immer in der Runde der Studiendekane und wir waren uns alle einig, dass wir ganz gern mal Danke sagen wollten. Das hat so gut geklappt, weil die Studierenden sich einfach gut an die Regeln gehalten haben und in höchster Disziplin alles getan haben, dass wir sicher Präsenzlehre machen können. Ich bin auch happy, meine Leute wieder in echt sehen zu dürfen. Das Studium fühlt sich ja so nochmal viel präsenter an im wahrsten Sinne des Wortes. Wie erleben Sie denn diese Umstellung? Also erst einmal ist es für uns als Dozierende sehr schön, wieder ein Gegenüber zu haben, aber ich glaube, viel wichtiger ist es für die Studierenden. Unser E-Learning-Monitoring hat uns zum Beispiel ganz deutlich gezeigt, dass Studierende unter mehr Einsamkeit leiden in der Online-Zeit, dass sie Austauschpartner brauchen und dass das jetzt wieder gegeben ist, hilft bestimmt auch dem Lernerfolg. Wir wünschen euch jetzt viel Erfolg im Sommersemester 2022 und passt auch weiterhin auf euch auf. Frau Kopp, vielen Dank, dass Sie da waren. Wollen Sie noch abschließende Worte an die Studis richten? Jawohl, liebe Studis, ich wünsche euch ein erfolgreiches, gutes, sicheres, gesundes Sommersemester und vielen Dank dafür, dass ihr mit uns an einem Strang zieht. Alles Gute! Im aktuellen Hochschulranking des Zentrums für Hochschulentwicklung hat die FAU wieder gut abgeschnitten. Die Unterstützung an der FAU ist spitze. Das bestätigt das CAE-Ranking für 8 der 10 bewerteten Studiengänge. Bachelor bald in der Tasche und was danach? Vielleicht gleich der Master? Das Bewerbungsportal für die Masterstudiengänge an der FAU ist jetzt geöffnet. Bitte beachtet die Fristen für eure favorisierten Studiengänge. Seit dem 5. Mai startet die Vortragsreihe Collegium Alexandrinum an der FAU wieder voll durch. Themen sind unter anderem die Hubble-Konstante oder Rätsel der Naturgeschichte. Alle weiteren Themen, die haben wir euch verlinkt.